Guten Morgen, liebe YouTuber. So, ich bin jetzt mal im Hausflur von einem Kunden und hier seht ihr schon das Objekt meines Videos. Das ist eine Christrose. Das ist zwar eine große Christrosenschale, aber ich zeige euch heute mal, wie man so ganz besonders lässig, wie man die Christrose toll dekorieren kann mit viel Wirkung und wie man diesen Übergang ganz toll versteckt. Das kommt gleich im Video. Aber vorher gibt es noch ganz tolle Bilder von unseren Adventsarbeiten, weil nach der Adventsausstellung ist vor der Abholung der Kunden der tollen Adventskränze. Und da habe ich geguckt, dass ich bei allen Arbeiten immer mal die Kamera dran halte. Ich konnte zwar kein Video drehen, aber ich konnte Fotos machen und da gibt es so viel zu sehen. Also jetzt gibt es erstmal die ganzen vielen tollen Bilder und dann gehen wir zur Deko von dieser tollen Christrose, die natürlich wieder mal, das ist jetzt zwar morgens und man sieht es nicht so, aber die wieder mal mit dieser schönen Lichterkette mit Schnur ist. Und die Detailanleitung und was man da ganz besonders beachten muss, was für schöne Elemente drin sind, das kommt dann nach den Fotos. Bleibt dran und freut euch auf das Video. Thank you.
ihr Lieben. So, nachdem ihr jetzt unsere tollen Adventsarbeiten bewundern konntet und ihr einen Eindruck davon bekommen habt, was wir so alles tun, gibt es jetzt einen kleinen Zeitsprung. Es gab jetzt dazwischen die Adventsausstellungswerke und jetzt zeige ich euch, wie man die Christrose, von der ihr heute Morgen gesehen habt, dass ich sie ausliefere, ja, wie man die hübsch macht. Und das ist jetzt schon mal eine, naja, ist eigentlich schon, wenn man die so sieht, wow, das ist eine traumhafte Christrose im Topf. Die ist schon der absolute Hammer. Aber ich zeige euch mal, was man da draus machen kann. Und ich habe ja schon mal eine Christrose gezeigt, wie man die dekoriert. Aber so, jetzt, das ist jetzt, wow, das ist so ein richtiger, ein riesen tolles, irres Geschenk. Und es ist tatsächlich die gleiche Pflanze, ja, die einfach nur schön ausdekoriert, ja, hier so possierlich, wunderschön, aber richtig dekoriert mit relativ einfachen Mitteln noch eine ganz andere Aussage bekommt. Und worauf man achten muss, das zeige ich euch jetzt, weil ich habe natürlich nicht nur zwei Christrosen. Ich habe von diesen riesen Christrosen, ich habe ganz viele. Und habe ich gedacht, das ist jetzt so ein schönes Geschenk zum Advent oder so eine tolle Winterblume, die man sich auf die Terrasse stellt. Christrosen wollen natürlich raus. Jeder, der Christrosen hat, weiß das auch. Das ist ganz, ganz wichtig. Und so, steht jetzt hier auch noch ein bisschen was rum. Wir sind jetzt tatsächlich noch zu zweit hier abends am Werkeln und wir sind noch nicht ganz fertig, weil wie es so ist. Wir machen jetzt auch noch unsere eigenen Arbeiten, aber das ist jetzt auch noch eine Arbeit, die zum Kunden muss. So, ich habe jetzt natürlich entschieden, dass Löcher reinkommen in das Gefäß. Das ist jetzt hier wieder so ein schöner Dry Pot. Ihr fragt mich ja manchmal nach Körben. Also das sind jetzt solche Körbe, die ich natürlich auch versenden würde. Das Schöne ist ja an dem Ding, das sieht von der Seite aus wie ein Korb und hat hier diese super stabile Unterlage und man sieht, ich bin einfach mit der Bohrmaschine hergegangen, mit einem dünnen Bohrer, habe Löcher gebohrt, so, leg dann einen Drainagevlies da drüber, mach dann, ach Moment, die muss ich ganz kurz holen, mach dann ein paar, wie nennen sie immer, Hydroklicker drüber, ja, die haben wir auch immer im Eimer, wirklich da jetzt sehr, sehr beschränken, um mir nicht selber die Pflanztiefe zu nehmen, mache dann mein Drainagevlies drüber und habe dann einfach, der Drainagevlies über den Hydrokugeln, der bewirkt, dass die Erde nicht zwischen die Kugeln gehen und die Kugeln über den Löchern bewirken, dass die Löcher nicht verstopft werden. Genau, so eine kleine Abfolge. Das ist also jetzt eine perfekte Kübelpflanzen, Drainage, wie man sie auch so machen soll. Jawohl. Den Topf schmeiße ich jetzt einfach mal runter und pflanze diese Christrose als erstes in meinen Topf rein. Dazu mache ich natürlich schon mal ein bisschen Erde rein, weil wie das immer so ist, wenn die Pflanze drin sitzt, dann kriege ich die Erde drumherum nicht mehr so gut rein. Und ich brauche aber die Höhe brauche ich auf jeden Fall von diesem Gefäß. So. Kurze Anprobe. Ja, das ist super. Mein Plan ist, was jetzt ganz wichtig ist, ist ein bisschen schwer zu sehen alles. Ich möchte gerne einen Gießrand lassen. Das heißt, ich mache die Erde also nicht ganz hoch, weil sonst hat man den Effekt, wenn man gießen will, dann läuft das Wasser einem immer so schön seitlich vorbei. Und das ist, mein Mann kriegt da immer die Krise, wenn ich das so mache. Und deswegen drücke ich bewusst die Erde hier an, so dass wenn man gießt, dass das Wasser also hier seitlich auch schön stehen bleibt und reinrinnen kann. So, ich habe die Christrose jetzt gepflanzt. Die Erde ist drin, die Erde ist aber am Rand nicht ganz so hoch. Jetzt fege ich das Ganze natürlich erstmal ab und hier habe ich, und ich möchte es gern diesen Rand so schön auskleiden. Ja, das ist jetzt mein Plan. Dazu nehme ich hier diese schönen Mühlenbeckia-Reben. Ja, das sieht eigentlich nur aus wie braunes Gestrüpp,
Aber das wird gleich noch toll verkleidet. Und Mühlenbeckia ist ein bisschen, lässt sich schwer trennen. Aber das macht nichts. Ich bin stärker. So, guck mal, das sieht jetzt schon eigentlich schön aus mit diesen Reben, ja, die man hier so seitlich dran macht. Muss noch ein bisschen was reißen. Und am besten funktioniert das, ehrlich gesagt, wenn ich mich einfach mit einem Fuß draufstelle und mit dem anderen dran ziehe. Weil ansonsten habe ich nämlich nur mit den Händen einfach zu wenig Kraft. Weil die gehen doch ein bisschen schwer auseinander. Die lege ich jetzt dran. Und es ist immer, es gibt ganz viele Arbeiten, bei denen es ganz wichtig ist, großzügig zu gestalten. Weil das Thema ist, man kann immer von etwas großzügiger und lockerer auf enger und kleiner machen, aber andersrum geht es gar nicht. Ja, und deswegen ist es das ist die schönste Variante, total lässig und locker anzufangen. So, ich habe hier noch Korkenzieher-Haselnuss. Da komme ich gleich dazu. Dann habe ich, Moment, muss erstmal schön separieren, meine Korkenzieher-Haselnuss. Ich habe jetzt, es ist jetzt nämlich Adventssamstag. Die Kunden sind jetzt alle weg. Alle haben glücklich und zufrieden ihre Arbeiten. Und dann bin ich auch glücklich und zufrieden. Und wir sind jetzt einfach total erschöpft. Und das ist jetzt wirklich die letzte Arbeit, die ich auch einer Kundin liefern muss. So, ich versuche gerade diese wunderschönen Beinranken hier dran zu machen. So, und das ist jetzt die letzte Arbeit für eine Kundin, für eine ganz liebe Kundin, die ich mir hier aufgespart habe. Aber ich habe gedacht, ich wollte euch das mal nochmal zeigen mit dieser Lässigkeit, ja, die so ganz wichtig ist, also dass diese Weinranke lässig, locker hier drumherum läuft. Muss die natürlich auch irgendwo dazwischen wieder fixieren. Nehme Drähte, kann ich auch Drahtstücke, ja, kann ich auch mal verwenden, mit denen ich was fixiere. Ich muss nicht jedes Mal den Draht drumherum schlingen. Man kann auch mal die Stücke, die man hier hat, aufbrauchen. Und diese Weinranken, ich liebe sie. Ich habe sie auch auf meinem Adventskranz zu Hause. Der ist jetzt im Auto. Den durfte ich heute auch nochmal machen, weil meine erste Version, die hat dann auch Anhänger gefunden. Und ja, ihr seht, ich kämpfe so ein bisschen. Aber also wenn ihr euren Wein zurückschneidet, dann lasst einfach die Ranken, lasst die draußen liegen. Die sind herrlich und wenn ihr die draußen liegen lasst, dann bleiben die so schön biegsam. Das ist ganz klasse. Und wenn ihr die drin lagert, dann werden die leider Gottes, geht denen diese Flexibilität verloren. Und das ist natürlich ein Jammer. So, und das, diese Schätze, ja, diese Schätze, die kann man dann so, so schön verwenden. Und ich würde sie auch an so 2, 3, 4 Stellen, würde ich sie tatsächlich auch drahten. Das heißt, ich nehme einfach dieses Bündel an Weinranken und drehe den Draht zusammen. Ihr werdet es später auch nicht mehr sehen, keine Sorge, weil ich habe mir natürlich noch mehr Deko ausgedacht dafür. Das ist nicht alles. So, und das ist jetzt so. Guck mal, wie groß, wie schön groß dieser Korb schon ist. Aber es ist jetzt noch nicht alles, weil ich habe mir natürlich noch ganz tolles Grün zum Ausstecken hier aufgehoben. Ich habe hier eine ganz schöne Steineiche. Ja, und ich nehme jetzt einfach mein Grün. Und muss ein bisschen Gewalt anwenden. Ist auch gut, wenn es im Video nicht gleich funktioniert. Also das Grün immer schräg. Man sieht hier ein bisschen den schrägen Anschnitt. Schräg anschneiden, weil das Problem ist, wenn man es nicht schräg anschneidet, und ich habe jetzt sogar auch schon Handschuhe an, dann bekommt man es nicht rein. Und das ist dann leider ein bisschen störrisch. So, auch ein Grün, das fließt, ja, das so schön hängt, ist auch ganz wichtig. Weil wenn man jetzt nur Grünsorten nehmen würde, die stehen oder die so, ja, so steif sind, dann ist das, dann umspielt es diese Christrose nicht so lieblich. Und es gibt natürlich ein Grün, das am allerschönsten fließt und hängt.
So, ein Grün. Das ist natürlich unsere gute alte Seidenkiefer. Die ist traumhaft schön. Die habe ich heute Morgen bekommen von meinem Blumenlieferanten. Und was ich jetzt mache, ist, ich dieses Gefäß hier ausstecke. Ich mache einfach im Wechsel Steineiche, Seidenkiefer, Konifere. Ich mache von allem was. Vor allem, und was ich auch mache, ist, ich stecke immer mal so zwischen meine Reben. Das heißt, ich fixiere diese Reben ganz einfach mit dem Grün, mit dem ich das ausstecke. Und brauche dadurch gar nicht so viel Draht. Ja, ist also dann doch auch sehr ökonomisch. Ich spare mir diesen Draht ganz einfach. So. Und mache das, fixiere mit Natur. Man braucht auch ein bisschen kräftige Hände und Finger braucht man für das Ganze, weil die wollen nicht immer so gern in diesen Topf rein. So, und das ist auch ein Traum, ja, weil das so schön, weil das so eine schöne, ganz tolle, ja, buschelige Konifere ist. Ich mache immer ein bisschen Grün hier ab, so dass ich natürlich einen Stiel habe, den ich auch reinstecken kann, weil das lässt sich dann auch besser fixieren. So, jetzt kommt natürlich noch die B-Note. Und zwar, jetzt habe ich noch meinen Korkenzieher-Haselnussast. Man kann auch so eine Magnolie nehmen, die so ganz knorzenig ist. Das geht auch alternativ. Wir hatten gestern, die Kollegin hat einen Korkenzieherast genommen und hat den so tief gesteckt. Und da habe ich gesagt, nee, den nehmen wir nochmal raus, dass der auch hoch ist und dass der auch richtig Wirkung macht. Und da habe ich gesagt, nee, der ist ja viel zu schade, dass der, ja, dass man den nicht sieht. Weil ich möchte ja auch, wenn ich ein paar Meter weg bin und so diese Christrose sehe, dann möchte ich diesen tollen Korkenzieherast, möchte ich den natürlich, ja, bestaunen. Bestaunen ist, glaube ich, das richtige Wort. Das ist herrlich. So, dann noch als Verbindung ein bisschen Konifere. Und jetzt kommt noch das i-Tüpfelchen. Das haben auch ein paar von euch bestellt, auch bei mir. Das sind diese wunderschönen saharafarbenen Strobuszapfen. Ich gehe her. So, gehe extra nah an die Kamera. Ich hoffe, es klappt auch. Manchmal klappt es ja nicht. Schneide die Spitze einfach mit der Baumschere ein. Und Teile diesen Zapfen an der Blattader. So, klappt nicht immer, aber es hat geklappt fürs Video. Das ist super. Ja, und jetzt kann ich mir natürlich überlegen, wo ist die Vorderseite von meiner Christrose? Und da werde ich den Zapfen, das ist klasse, so, da werde ich den Zapfen hier mit einfügen. Ich mache es mal so, dass ihr das auch seht, ohne hier den Rest vom Tisch abzuräumen. Ja, das ist wunderbar. Und damit er gut klebt und auch eine schöne Basis hat, nehme ich einfach noch ein Stück grünes Moos. Ich glaube, von dem langen Tag ist es dann irgendwann auch schwierig, ja, so viel Sinnvolles zu erzählen, weil ich glaube, ich bin auch einfach mal fertig irgendwann. Und das kann mir auch keiner verdenken. So, nehme das Moos, klebe das da drauf, nehme meinen Zapfen und klebe ihn auch an der Ader, an der, ja, Zapfenader, die ich jetzt mit Heißkleber so schön versehe, klebe meinen Zapfen hier drauf. Und damit er toll Wirkung hat, mache ich den einfach so rein. Als doppelten Zapfen. Genau. Das heißt im Grunde genommen, durchs Halbieren und dadurch, dass ich den so nebeneinander klebe, habe ich eigentlich aus einem Zapfen zwei Hälften gemacht und habe dann natürlich auch eine ganz tolle Wirkung. Ja? Und hier mache ich jetzt noch eine Kugel rein und dann kommt eine Lichterkette rein und dann bin ich fertig. Ich möchte die Kugel gerne so machen, dass die herausgenommen werden kann nach Weihnachten. Das heißt, ich nehme jetzt einfach einen Draht und mache den rein in die Kugel
und klebt den einfach mit Heißkleber fest. Macht ein bisschen ordentlich Heißkleber rein. Lass die Kugel mal hier liegen. Währenddessen hole ich mir eine Lichterkette und Batterien. Die Lichterkette, die möchte ich natürlich wie immer in ein Filzsäckchen packen. Nehm Filz, nehm hier so ein Stück Filz und tacker wieder mal die Seiten von dem Filz einfach zu. Achtung, wenn die auf der Tacke ist alle. So, Achtung, immer aufpassen, wenn man diesen Filz, dieses Batteriekästchen, wenn man das draußen hinlegt, dann sollte das natürlich geschützt sein. Das heißt, ich würde jetzt nicht die Öffnung von diesem Filz nach oben machen, sondern das immer hier wo reinlegen, dass dieser Filz liegt. Und jetzt mache ich hier die Batterien noch schnell rein. Die Lichterkette ist jetzt fixiert und ich bin extra rausgegangen, um euch diese traumhafte Wirkung zu zeigen, wie toll die Christrosen illuminiert sind. Und ja, jetzt kann die Christrose also ausgeliefert werden. Es ist jetzt mittlerweile natürlich auch schon dunkel, dann ist die Wirkung noch viel schöner. Und ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen ersten Advent, ganz viel Freude bei der Dekoration eurer eigenen Christrosen und ganz viel Freude mit diesen wunderschönen Winterblumen. Es ist immer wieder eine Sensation, dass diese Blumen draußen so toll blühen. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich total über euer Feedback und über die lieben E-Mails, die tollen Bestellungen von euch, über die netten Rückmeldungen. Also es gibt so viele liebe Menschen auf meinem Kanal. Ich bin froh und glücklich, dass es euch alle gibt. Und genießt die Zeit, bleibt gesund. Ich wünsche euch alles, alles Gute und den schönsten Advent, den ihr euch wünschen könnt. Alles Liebe von eurer Margit. Tschüss.